Das ist einfach nur Wahnsinn, was er geschafft hat. Und das ist der nächste Meilenstein, den er erreichen wird. Ich freue mich da wirklich für ihn und ich gönne ihm das vom ganzen Herzen. Frankie ist der bescheidenste Mensch. Und für mich ist es nicht nur Mensch, sondern ein Freund, den ich kenne. Frank Hördler, zum vierten Mal Meister. Und der Kerl ist erst 24 Jahre alt. Das, was er erreicht hat, ich glaube, das ist einzigartig. Und jetzt dann noch mit den 1000 Spielen, wirklich setzt er da nochmal einen Punkt drauf. Ich bin einfach unheimlich glücklich für ihn. I said it and I'll say it again. It's a legend that we have on our team. Like, you gotta build it up, but we're seeing a legend playing the game. And I couldn't be more happy for him and I'm so proud of him. So großes Interesse, wie ich mich erinnern kann, hat er eigentlich glaube ich nie am Eishockey gezeigt zum Anfang. Der war dann so der Typ gewesen, der gesagt hat, naja, ach, ich gehe heute nie zum Training oder. Ja gut, das hat sich alles geändert, da war er 6, 7 Jahre alt gewesen, ne? Aber er wollte schon auch Eishockey spielen. Das hat sich dann richtig geändert, wo er gesehen hat, dass er die Chance hat mit Bayern-Auswahl und dann mit 16, 17 das erste Mal in der ersten Mannschaft. Da kam dann schon dann irgendwann der Ehrgeiz, wo man dann gemerkt hat, na jetzt will er, aber vorher. Er hat oft einmal vergessen, dass wir Spiel haben und dann war er noch zu Hause und von hier war der Bus schon gestanden. Ja, wo ist der Frank? Wir haben gesagt, wir packen deine Sachen zusammen, wir nehmen dich mit, sind wir vorbeigefahren. Das ist also kein großer Umweg, aber es ist nicht schön. Habe ich zu ihm gesagt, Frank, einmal ist kein Mal, aber zweimal ist einmal zu viel. Vielleicht hat er sich das gemerkt. Es gab den Vater, der Nationalspieler war. Es gab den älteren Bruder David, der gut Eishockey gespielt hat. Da wollte der Frank in nichts nachstehen. Und wie der eben gemerkt hat, dass es geht, dass er Erfolg hat mit seinen Bemühungen, dann war es ein Selbstläufer. Ne? Wir haben immer früher gegeneinander gespielt, also auf dieser kleinen Fläche hinten ein bisschen 1 gegen 1. Und da haben wir gesagt, wir machen zuerst eine kleine Sprungserie mit Hürden und sowas und Sprints und dann spielen wir. Also meistens ist es so gewesen, dass wir gespielt haben und gesagt, jetzt spielen wir erstmal und dann machen wir die Sprünge. Und meistens war es dann so, oh Mensch, ach komm, spielen wir lieber noch eine Runde und dann, also wie es halt so ist. Das war damals schon abzusehen, welches großes Talent in ihm steckt. Das sind einfach die Gene der Hörlers. Und es war wirklich augenweide, ihm zuzuschauen. Er hat einen guten Schuss gehabt, wenn er da geschossen hat. Also da sind schon ganz schöne Raketen rausgekommen. Der hat einen ziemlich festen Stand auf die Schlittschuhe und schnell war er auch. Der musste immer von seinem Bruder David die alten Schlittschuhe aufbrauchen. Und die sind da oben, sind die schon ein wenig locker gewesen. Und das ist aber eigentlich, gerade für Schlittschuhlaufen lernen, ist das interessant, weil wenn das je fester das ist, desto weniger muss das Sprunggelenk arbeiten und wird aufgebaut. Und das hat er einfach bekommen. So, ich weiß noch, der ist gelaufen, habe ich gedacht, der läuft so auf die Sohlen so schräg. Und dann war er wieder gestanden, also mit 10 sowas. Ich habe kürzlich erst mal alte Videobänder angeschaut vom Sommertraining. Mit langer Matte ist er damit rumgelaufen. Im Sommer hat er unheimlich viel, auch mit dem Schläger, mit seinem Kollegen, haben die Fiesel, die haben wirklich Tag und Nacht durchgeschossen. Ja, er war halt geprägt in meinen Augen von sehr, sehr großen Ehrgeiz. Ja, der große Bruder, der hat ja auch schon immer Eishockey gespielt, da so nah. Und der Kleine hat ihm nachgezogen. Wenn wir gegeneinander gedattelt haben, das war schon harte Kämpfe. Also, da wollte keiner verlieren, also das war... Es hat halt Spaß gemacht, mit ihm zu spielen das Jahr. Hat aber auch Spaß gemacht, gegen ihn zu spielen. In Dresden, das war das erste Mal, wo wir gegeneinander gespielt haben. Da laufe ich tatsächlich aufs Tor und habe eine sehr gute Torchance. Also es war eigentlich ein 1 gegen 0. Und tatsächlich in dem Moment, wo ich schießen will, kommt er doch von hinten und sticht mir oben in den Arm, so dass mir wirklich der Puck wegrutscht. Also das war schon... Die Karriere war vorprogrammiert. Wir haben Frankie, Buschi, André bei U17 und U18 gesehen und da war einer, das wir wohl unbedingt haben. Wenn du Frankie siehst, was er heute ist, hast du schon in dieser Zeit gesehen, dass er ein Kämpfer ist, ist absolut keine Frage. Ich glaube, unsere erste Meisterschaft
Und er war der Einzige, wir haben, glaube ich, 4, 5 Spieler, die zu U20 in Amerika gegangen ist. Und Frankie ist hier geblieben. Und ein bisschen traurig, ein bisschen down, dass der nichts bei der U20 war. Aber wie Leben ist, auf einmal waren Verletzungen, 2 Verletzungen bei uns im Verteidiger. Und auf einmal war Frankie Nummer 1 zu reinrutschen und zu Stammspieler zu spielen. Und er hat das im Januar, bis wir die Meisterschaft gewonnen, das geschafft. Und das war, wie Frankie ist, nichts Kopf unten, aber kämpfen. Angefangen hat es wirklich mit Don Jackson. Der hat ihm das Vertrauen gegeben und das hat ihm wahnsinnig geholfen. Dann gab es viele Spieler, ob das Sven Felski war oder auch ein Florian Keller. Richard Persson, den fand er gut, auf den, zu dem hat er hochgeschaut, der hat ihm viel geholfen. Er will jedes Spiel gewinnen. Der war clever. Das war eine Verlängerung in Köln. Und Frankie in die Ecke gegangen. Also junger Verteidiger, normal kannst du nur die Scheibe rausschießen, aber der hat einen super Pass zu Buschi auf der Red Linie gemacht und reingeht, dann haben wir in Verlängerung gewonnen. Ich bin ja auch Verteidiger und es ist immer sensationell, wie ihr mit dem Fest spielt und so. Das gucke ich mir alles ab. Yeah, when I first came to the Eisbären, obviously I remembered Frankie from my playing days and my days in Hamburg. I knew him as a player. Outstanding player, really strong defender, character guys, but I didn't know the man. And knowing the man over the past 3 years has been even better. He's a great guy, a real leader, and you know, wears his heart on his sleeves, and he's the heartbeat of the team. The way he does things on a daily basis and how he behaves, and he's such a competitor. It's anytime we have a big moment or we need a push or we need something special, he always stands tall for us, and you know, guys look up to him a lot. Die Ausstrahlung, mit der wir im Training ist, und vor allem diese Ausstrahlung im Spiel, die Ruhe mit dem Wissen, dass man immer wieder das Ziel erreichen kann, ohne davon aus der Bahn geworfen zu werden. Frankie war schon immer ein Leader. Muss ich allein nur seine Art und Weise angucken, wie er spielt. Er geht immer voraus, spielt immer hart, will immer gewinnen und gibt sein Letztes für das Team. Und das macht ihn einfach zu dem Kapitän dieser Mannschaft. Ja, genau, als Kapitän finde ich, dass er sowieso eine brutale Vorbildfunktion ist für alle und immer die richtigen Entscheidungen trifft und auch abseits von Eis einfach die Leute pusht und einfach ein gutes Vorbild ist. Yes, boys! Wir haben Mickey Dupont gehabt, wir haben Walser gehabt, wir haben Heinz gehabt und Frankie war der ganz Junge und ich habe gesagt, keine Tage bist du einer von unseren Top 2. Und er hat mir geschaut, große Augen, wie bescheuert ich bin, schau, was da draußen ist. Aber das ist, wie er ist. Dann hast du gesehen, und das macht riesig Spaß, wenn du einer wie Frankie siehst, wie er entwickelt und was es bekommen als Eishockeyspieler, als Mensch, als Familienmensch. Ist schöne Freude. Ich glaube, das ist eine Sache, was auch was ganz Besonderes. Dass er immer der gleiche geblieben ist, egal was für einen Erfolg er hatte, egal was für einen Misserfolg er hatte. Er war immer dieser ruhige, bodenständige Mensch, auf den du dich immer verlassen konntest und immer noch kannst. Das allererste Vater-Sohn-Gespann, das jemals in der DEL zusammen aufläuft. Das ist für ihn das größte Erlebnis. Ich glaube, Frank kann es bis heute noch nicht wirklich fassen, Erik auch noch nicht so wirklich. Die haben das beide nicht wirklich realisiert, was da eigentlich gerade passiert. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, es war so schön und es hat sich so gut einfach angefühlt. To play 1000 games is one thing, but to play 1000 hard games, it's a different. And I think it's pretty easy. Frankie's won all 9 championships. Has gone very, very far in the playoff many, many years, and that takes a lot of
hard work and takes a lot of beating on your body. So it's a lot of effort, and I'm sure he's proud of it. We're really happy for him and proud. And you got to take care of yourself. You got to make sure that you stay in love with the game of hockey. And he's definitely a guy that, even at his age now, still understands what needs to be done, and he's still motivated by it. Also, ich glaube, die Tatsache, dass es für ihn wirklich viel bedeutet, einfach auch, weil er diese 1000 Spiele für den Verein gemacht hat, an dem sein Herz hängt. Also, er wollte nie wechseln. Und deswegen ist es für ihn was ganz Besonderes, dass er es für diesen Verein und nicht für den und den Verein, sondern wirklich nur für die Eisbären 1000 Spiele gemacht hat, auch geschafft hat. Er hat oft daran gezweifelt, dass er denn so lange durchhalten wird, dass sein Körper mitmacht oder dass er lang genug, gut genug ist dafür. Und deswegen glaube ich, ist es für ihn ein Riesending. Wenn man von Olympia spricht, Olympiasilber ist was ganz Besonderes, und das war immer sein großes Ziel. Zu Olympia zu fahren und dann Olympiasilber zu gewinnen, auf jeden Fall ganz besonders für ihn. Ich denke aber auch, dass für ihn das Corona-Jahr ein ganz besonderes war. Es war sein erstes Jahr Kapitän. Er hatte bestimmt viele oder hatte viele Widrigkeiten mit dem Ganzen drumherum. Wird überhaupt gespielt? Wie wird gespielt? Was passiert? Und ich glaube, das war auch ein großer Erfolg für ihn, dass sie dann in dem Jahr Meister geworden sind und dass sie es dann letztes Jahr nochmal wiederholen konnten. Das Level über so einen langen Zeitraum zu halten, sollte man, finde ich, als größten Erfolg sehen. Der steht für was die Eisbären, ich glaube, vom Kopf bis Fuß. Ich bin ganz stolz auf Papa. Herzlichen Glückwunsch. Zu 1000 Spielen, Papa. Wir haben dich lieb.